Vor allem, weil das Ding hier nicht angeschlossen ist. Das ist die wichtigste eigentlich. Die unten die Wohngebiete. Die Wohngebiete quasi da oben mit dem Industriegebiet zusammenknüpft. Das wäre das Wichtigste momentan. Wir haben echt jetzt... Diese Aufnahme habe ich wirklich nur die Straßen neu gelegt. Ist furchtbar. Ganz furchtbar. Ich habe nichts wirklich Produktives gemacht. Aber das muss leider auch sein. Man kommt gar nicht umhin. Kann ich wenigstens... Ich bin müde und verzweifelt. Halt hier so ein bisschen... Lalalala. Und um den Tod grinden, und um den Tod grinden, und um den Tod grinden. So, das würde zumindest noch gehen. Dann haben wir eine Abfahrt von da. Eine Auffahrt wäre auch noch super. Keine Ahnung, wie ich die bewerkstelligen soll. Ich habe keine Ahnung. Wir brauchen da echt mehr Platz. Es geht so nicht. Vielleicht ist das hier doch die Lösung. Ja, vielleicht brauchen wir da hinten erstmal so eine Backup-Straße, um diese Straße anzuknüpfen, sozusagen als Auffangbecken. Dann kämen wir da auch wieder hoch, tatsächlich. Dann müsste ich diese hier durchbauen und dann würde die hier in so eine einspurige gehen, also zweispurig, ne, mit entgegenkommendem Verkehr. Und dann könnte man da noch was draus zaubern. So, auf jeden Fall haben wir haben Bedarf an Industrie wieder, wir haben wieder Bedarf an Commercial. Natürlich haben wir das Gebiet ja komplett zerpflückt, das stimmt. Wie sieht's denn aus mit der Polizei hier? Polizeiabdeckung super. Und trotzdem ist da Kriminalität. Ich weiß nicht warum. Weil die müssten ja easy hinkommen. Der Verkehr hier hat sich auch sehr verflüchtigt. Ich feiere übrigens dieses Ding hier, feiere ich immens. Ich frag mich, das spiegelt sich nicht wirklich da, ne? Nee. Voll geil. Wir haben bisher aber nur eins davon. Da müssen noch mehr hin. Ist da irgendwas Besonderes eigentlich, dass wir das da haben? Oh, hier ist die Feuerwehr nicht so ausreichend. Feuersicherheit. Dann baue ich nochmal hier unten irgendwo eins hin. So. Wir müssen dann auch gut dahin kommen eigentlich. Das müsste alles hellblau werden. Naja, nicht ganz. So, da ist ein bisschen dunkler noch. Hier hinten ist keine Feuersicherheit. Da werden wir eh noch mal ein bisschen. Ich baue hier mal eine hin gerade. Aber wir werden hier eh noch, das werden wir so aufteilen müssen wie da oben. Ich wollte es vorher anders aufteilen, aber es wäre dumm. Oh, was ist denn hier los? Keine Feuerwehr? Warum auch immer. Wusste ich nicht. Und Polizei? Polizei ist super. Feuerwehr haben wir da oben jetzt immer noch Probleme. Und hier ist bereits belegt, natürlich alles bereits belegt, 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 belegt. Da ist ein Brunnen, da ist belegt, belegt. Und wenn ich jetzt hier einfach mal da so... Da müssten hier gleich auch grün werden. Hier ist immer noch so komisch dunkel. Und hier natürlich, da ist gar nichts. Da müsste ich tatsächlich hier hin. Da müssten die hier auch noch ein bisschen aufleuchten, hoffe ich zumindest. Nee, doch nicht. So, hier oben sieht ja richtig gut aus, die Feuersicherheit. Also Hannover ist richtig, ist bombastisch feuersicher. Vielleicht kriegt Hannover mal ein großes, so ein großes Hauptquartier. Warum ist das hier so feuerunsicher? Da ist doch direkt, da ist eine Feuerwache und daneben ist schon unsicher. Warum? Und jetzt? Das verstehe ich nicht da hinten. Vielleicht, weil es Industrie ist. Also Bürogebäude sind wahrscheinlich feuersicherer als Industrie. Kann ich mir vorstellen.
Hier da oben, da haben wir da eine Feuerwache und hier sind sie immer noch am Kokeln. Vielleicht baue ich da mal eine große hin. Ciao. Ist ja eh vorübergehend, bis wir da was Richtiges haben. Kein Strom. Jetzt Strom. Und immer noch unsicher. Also wir werden im Industriegebiet auf jeden Fall mehr Feuerwachen hinstellen müssen. Das haben wir gelernt. Ich wünschte nur, die anderen PC, die ganzen anderen Büros würden auch nochmal schneller wachsen. So, was ist denn hier los? Zack. Da haben wir eh keine. Da haben wir auch keine. Oh. Oh, nein. Verstehe ich gar nicht, warum ich manche Stellen vergessen habe immer. Vielleicht, weil es einfach so viele Kreuzungen gibt. So verdammt viele. So, das hier scheint zu kloppen. Sieht zwar auch nicht sehr schön aus, wie immer. Scheint aber wenigstens zu funktionieren. Müll wird überall abgeholt. Züge stehen überall richtig rum. Jetzt wird auch diese Straße hier richtig genutzt. Und zwar gar nicht so wenig, wie ich dachte. Mein lieber Freund. Und dann, damit hat sich auch der Stau hier unten so ein bisschen gelöst, wie es aussieht. Hier, naja, sieht aber besser aus als vorher. Vorher stand es bis hier oben, jetzt steht es nur bis hier. Vielleicht löst sich das auch noch ein bisschen. Gerade dadurch, dass wir die Straße angeschlossen haben. Da können auch einige einfach hier rumfahren, lalala, wie sie fröhlich sind. Können ein bisschen außen rumfahren, ich denke, das ist ganz gut. Naja, 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 ich, ja, hat ein bisschen gedauert leider. Ich wünsche Zukunftsgronkh viel Spaß beim Anknüpfen der Autobahn. Ich bin sicher, er wird da wesentlich mehr Ruhe zeigen als ich gerade. Aber es ist wirklich, irgendwann ist es so, ich will nicht mehr, Vor allem, wenn man gerade die ganze Autobahn neu gemacht hat und irgendwie, naja. Man sieht's ja, was dabei rauskommt. Aber ich freue mich, Hannover wird langsam aufgehübscht. Bestimmt in der nächsten Folge oder nächsten Aufnahme wieder. Dann wird hier ein bisschen Industrie zurückgedrängt und mehr Büro gemacht. Büro, Büro. Und hier gucken wir dann mal, vor allem mit der Autobahn, die müssen wir dann hier noch anknüpfen, die müssen wir da noch richtig anknüpfen. Hier unten ist die zum Glück schon einigermaßen angeknüpft. Vielleicht baue ich die eine Seite hier wirklich nochmal anders. Das könnte ich jetzt ja schon mal machen für den Zukunftsgronkh, damit er nicht so verzweifelt. Ich mache das einfach mal. Ein paar Autos fahren ja auch schon. Genau, mach dunkel. Ich mach mal eben Pause. So, das Problem ist, es ist die Autobahn natürlich, die ich von oben bauen muss, nicht von hier. Das hier ist die rechte Spur. Jetzt das andere die rechte Spur. So. Das ist zu hoch, das ist die Höhe. Okay. Ich teste das gleich erstmal. Aber das müsste eigentlich gehen. Jo, geht. Super. So, da muss ich leider nochmal alles, das reißen mal. Ach, weißt du was? Huch, 8 habe ich auch abgerissen. Entschuldigung. Das hier kann ich bestimmt alles irgendwie anders hinbiegen. Das muss ich nicht unbedingt so machen. Das hier ist in die Richtung. Zack. So, ich versuche das mal irgendwie einigermaßen parallel hinzukriegen. Ist das parallel oder geht auseinander, ne? Scheiße. Mann!
Jetzt könnte man ja sagen, ach, konntest du auch so lassen. Aber nein, geht nicht. Da bin ich wahrscheinlich ein bisschen zu perfektionistisch. Das geht da schon auseinander. So, wie sieht's aus? Kann ich da was? Das sieht so aus, als könnte ich. Jo, geht. So. Da geht's, glaube ich, auch ein bisschen auseinander, aber ich denke mal, das ist... Vorher gefiel's mir echt besser. Jetzt sieht das so, weiß ich nicht, aus. Geht echt ein bisschen auseinander, habe ich das Gefühl. Naja, egal. Hier geht's dann eben erstmal wieder zusammen. Ups. Eigentlich kann ich tatsächlich, die Brücke sieht so aus, als wäre die so ein bisschen beengt gebaut. So. Zack. Und zack. So, passt sogar. 1A. Super. Hier haben wir noch ein paar Buckel drin, aber das ist ganz normal. Jetzt haben wir das auch noch. Ach, Gott sei Dank. Ich probiere es eben nochmal schnell. Das hier war noch von der Abfahrt. Dann baue ich da nochmal ganz kurz hinter. Nee, warte, ich baue erstmal hier diese Straße. Entfernung zu gering. Ja, 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 aber ich will natürlich wissen, kann ich da... Kann ich nicht. Ach so. Okay, damit können wir bauen. So. Und dann baue ich nämlich das Ding dann nochmal ganz kurz da hinten dran. So, vielleicht muss ich hier auch nochmal drüber über die andere Autobahn. Ich weiß nicht genau. Es würde sehr komisch aussehen, aber ich versuche zumindest von der Autobahn dann irgendwie Auf- und Abfahrten zu machen. Das wäre sehr schön, wenn es klappt. Ich täte mich sehr freuen. Tun, sein, sollen, haben, möchten, gern. Die geht so runter. Da müsste eine Abfahrt so sein. So, das wäre die Abfahrt und die Auffahrt wäre dementsprechend... Naja. Auffahrt so ist irgendwie doof. Das ist die Abfahrt. Da kämen die dann alle dahin. Weißt du was? So, das hier sieht ein bisschen schäbig aus. Da haben wir 4. Vielleicht müsste ich da weniger Abstand machen, aber egal. Das ist jetzt eine Platzsache. Wie habe ich denn das da gemacht? Du weißt nicht mehr. So, ja, das Problem ist, dann kommen die von da aus ja auch nicht auf die anderen Autobahnen drauf. Ah. Okay, Zukunftsronk regelt das schon. Ich gehe jetzt. Ich will nicht mehr. Ich will wirklich nicht mehr. Ich fand es gerade ganz interessant, aber das mit den Seitenwegen finde ich auch super. Man kommt vielleicht auf die Straße hier runter, aber die beiden Autobahnen gleichzeitig noch verbinden und die Straßen mit verbinden. Das ist gerade, das übersteigt meinen kleinen geistigen Horizont. Ich bin so dumm, ey. Ich bin so dumm. Ey, du bist so dumm, Alter. Was ich nochmal machen kann, ganz kurz. So, das füge ich gerne nochmal da dran. Was habe ich denn jetzt da? Das ist eine Autobahn, die ich gebaut habe, ne? Ich voll honk. Tolle Wurst. So,
So, wahrscheinlich ist die Straße zu klein für das, was wir vorhaben. Aber egal, dann mache ich nochmal ganz kurz den hier. Nein. Die müsste so gehen. Da rechts rüber und dann könnte diese hier so gehen. So, ne? In diese Richtung und dann in diese Richtung. Okay, das sieht gut aus. Und dann können wir hier einfach Abfahrten bauen. So. Nein, das muss auf der Seite. Hier wäre dementsprechend eine Auffahrt. Hier hinten würde diese Straße weiterführen. Ich hoffe nur, wir kriegen es da auch hin. Also hier kriegen wir es besser hin als, also nicht als hier, sondern als beim anderen Problempunkt. So. Die können wir theoretisch anders machen. Also wir könnten theoretisch, die geht von rechts ab, das heißt, die müsste hier die Auffahrt sein. Und dann müsste hier dementsprechend die Abfahrt sein. Naja, das ist jetzt wirklich nicht sehr hübsch. Ah, okay, der Ort ist immer diese belegten Orte ständig. So. Okay, naja. So, das Ding geht von da nach rechts rüber. Dann müsste das von hier nach da rüber gehen. So, ich hoffe nur, das klappt alles. Ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, ob die Einerspuren dem überhaupt gerecht werden. So, und was wir nochmal ganz kurz machen, ist natürlich, das hier auch nochmal verbinden. Was? So, die hätten da runtergekonnt, wenn sie denn wollten. Aber die beiden Orte sind natürlich noch nicht verbunden. Ich mache eben nochmal ganz kurz... Wo klemmt's denn? Bei beiden. Sekunde. Es ist manchmal so mühselig. Okay, jetzt nochmal hier in diese Richtung. Nein! So, dann nochmal in diese Richtung. Gut. Ich weiß nicht genau, ob es funktioniert. Also theoretisch, ich weiß noch nicht, ob sie jetzt die Autobahnen bis dahin nehmen, das weiß ich nicht. Theoretisch müsste es eigentlich klappen. Hallo Licht. So, theoretisch würden die dann hier runterfahren, können links oder rechts, wahrscheinlich eher hier rum. Die können dann, lalalala, wenn sie von hier kommen, können sie da runterfahren, kommen dann gleich da rein. Wenn die von da kommen, können sie gleich da rauffahren, da rechts weiter. Allerdings haben wir hier nicht so viel Traffic, weil wir haben ja hier nicht, ich meine hier, ne, da ist ja, was ist denn hier los? Ah, ich gesehen. Hier ist ja noch nicht so viel Action, ehrlich gesagt. Ah, einer ist hochgefahren gerade. Der ist gerade hier hochgefahren. Von wo kam? Ich habe keine Ahnung. Kam jetzt von da oben? Da fährt einer durch? Ah, die fahren aber andersrum, das sind die Müllwagen. Okay, momentan sieht das noch nicht nach so viel aus, aber ich denke mal, das wird noch... Das wird sich noch ein bisschen ändern. Könnt hier natürlich auch Einbahnstraßen draus machen. Aber ganz ehrlich, also zumindest aus diesem Stück könnt ihr Einbahnstraßen machen, aber ist, glaube ich, auch egal. Da fahren jetzt welche. Ich weiß noch nicht genau. Die fahren dann wahrscheinlich da runter. Das sind aber nur LKWs bisher. Keine Arbeiter. Britz!
Mann, wir bräuchten hier echt noch das Teilstück. Dann könnten wir hier einfach ganz easy alles machen, aber so ist das echt nur... Oh. Was war das denn? Na, sowas. Na, sowas. Na, sowas. So, die LKWs kommen da auch an. Das ist total super. Aber hier passiert einfach noch gar nichts. Hier ist einfach noch alles tot, weil wir da noch zu wenig Baugelände haben, natürlich. Die haben auch kein Interesse, da lang zu fahren. Aber ich denke mal, das wird alles noch kommen. Schauen wir mal. Das wird später noch irgendwie werden. Theoretisch wäre es gut, wenn wir hier noch die Autobahn durch die Mitte ziehen würden, aber... Ist eigentlich auch Wurst, oder? Da kommen die hier bis dahin an. Eigentlich wären wir dann gut verbunden. Was haben wir hier? Nicht genug Produkte? Hallo? Nein. Nicht genügend Verkaufswaren. Natürlich. Ja, wir brauchen offenbar mehr Industrie, mehr Industrie. Vielleicht baue ich das nochmal eben schnell. Ich mache das hier nochmal wie besprochen, ne? Ich mache das hier nochmal eben... So, tut mir sehr leid natürlich für die Gebäude, die hier stehen, aber es hilft nichts. Wir müssen das ein bisschen optimieren. Na. So. Sieht ein bisschen schief aus. Da oben mit der Brücke ist auch schön. Weil hier der Berg ist. So, lalalalalala. Und hier wollte ich den Zug eigentlich noch bauen, ne? Da wollte ich ja die Züge noch bauen. Ich weiß nicht genau, ob das so funktionieren wird. So, da haben wir was Schönes. Da kann man einen Leuchtturm hinsetzen. Was weiß ich. Ich mach mal ganz kurz eben hier. Kleckern wir das schon mal so ein bisschen hin. Industrie ist ja eh gerade gefragt, zumindest ein wenig. Und wir haben hier eine schöne Infrastruktur. Hier bauen wir natürlich die Autobahnabfahrten auch noch so schön hin. Das klappt hier echt alles gut. Ich bin echt happy, wie gut das hier klappt. Gerade bei Autobahnen ist man hier immer sehr, sind die ja immer sehr pingelig, habe ich das Gefühl. 1, 2, 3, 4... Ich glaube fast, ich müsste genau hier, wo die Feuerwehr ist. Ich baue die mal ganz kurz. Nein, ich muss die gar nicht wegbauen. Nein, lass das. Nein, jetzt, Alter. Wir verlegen die mal ganz kurz darüber. Dann kann man hier nämlich wieder den hier machen. Ah, der Ort ist bereits belegt. Ah, jetzt geht's. Okay, es lag nicht an den Autobahnen. So, da können sie jetzt fröhlich bauen. Ich gucke nochmal ganz kurz den Leuchtturm. Können wir da... Das ist total geil. Boah, die Leuchttürme sind super. Man kann natürlich auch was anderes bauen. Den Largest Park wollte ich auch noch bauen. Stimmt. Da müssen wir mal gucken, wie genau... Da müssen wir ein bisschen puzzeln. Inzwischen haben wir natürlich auch eine Menge Krempel. Ein Parkhaus. Wäre eigentlich auch nicht das Schlechteste. Können wir direkt hier hinbauen. Macht keinen happy. Toll! So, mache ich nochmal eins hin. Naja, macht zwei, drei Leute happy. Toll. Dann haben wir noch Waterfront Walkway. Ob ich das hier haben möchte, weiß ich nicht. Passt hier auch gar nicht hin, glaube ich. Das ist auch noch so einer. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Katzenpark. Was? Willst du mich verarschen? Ein Katzenpark? Was ist das? Noch ein Katzenpark. Wo habe ich denn die jetzt aufgetrieben? Habe ich wahrscheinlich aus Versehen irgendwo angeklickt? Nein, Katzen sind super. Habe auch neue Arten von Bäumen übrigens. Sieht man gerade nicht. Der würde dann so aussehen. Das sind so Japanese Trees. Lalalala. Ja, so Kirschblütenbäume und sowas. Finde ich sehr schön, aber das Problem ist, wir können kaum welche bauen.
So, was ist denn hier jetzt los? Ach so, wir haben gerade neue Gebiete gebaut. Da geht's natürlich immer los. Wie immer. Und Wasser braucht man da oben. Oh. Wasser. Billboard. Huch. Ich habe mir so ein paar Sachen noch zusammengestellt. Ein paar fancy Sachen. So, Wasser haben wir jetzt auch. Ich muss mal gucken, was das hier alles macht, ehrlich gesagt. Was ist das? Dreamland. Parking. Ja. Ich glaube, das haben wir nur zum Ausmalen tatsächlich. Von so Flächen. Wenn man so Grünflächen hat, die man nicht mehr grün haben möchte, wie hier zum Beispiel, sagen wir mal, dann kann man da was anderes hin machen. Oder Weideflächen, damit man so Felder simulieren kann, die es so nicht gibt im Spiel. Damit es aber wenigstens nach Feldern aussieht. Das zeige ich auch nochmal. Wir bauen nochmal ein paar Felder. Da machen wir auch nochmal was Schönes. Sobald wir hier das mit den Autobahnen, den Moloch besiegt haben. Oh wei. So, habe ich durch die Parkhäuser? Sind dann die Ampeln wieder aktiv oder was? Nee. Was ist denn hier los? True, false. So. Hier oben müsste man eher Weinberge hinmachen eigentlich. Sieht zu schön aus. Ich weiß, der Leuchtturm ist ein bisschen geschummelt, muss ich zugeben. Also ich wusste nicht, dass man den einfach irgendwo hinsetzen kann und nicht nur an eine Straße oder sonst was. Ist theoretisch ein bisschen geschummelt, aber ganz ehrlich, ich finde das fast schon gerechtfertigt, weil man so viel Krempel braucht. Man braucht so viele Parks, damit die Leute hier glücklich sind, dass ich das schon fast ein bisschen übertrieben finde, ehrlich gesagt. Weil wir haben ja wirklich an jeder Ecke Hammer Parks. Muss man ja auch mal so sehen. City Park, juhu! Underrails, sagen wir wieder die Underrails, lalalala. Ah, hier ist was anderes, glaube ich. Ich erkenne ja fast gar nichts mehr. Largest Park. Ich wünschte, er würde einfach die Symbole überall anzeigen. Das wäre schon mal ganz toll. Platz mit Picknicktischen, großer Spielplatz. Wo ist denn hier der Hundepark? Platz mit Bäumen, kleiner Spielplatz. Walkway. Wo ist denn der Hundepark? Park mit Bäumen. Ich finde den Hundepark nicht mehr. Hundepark. So, dann können wir gleich hier, wenn die irgendwie mit dem Hund bei der Arbeit sind, können sie ja gerne dann auch hier mal irgendwie, ne? Weißt du Bescheid. Das macht die happy, das macht die froh. Hundepark ist die Antwort auf alles. Hey! Wow! Mach ich gleich nochmal einen. Einfach mal dahin. Und hier müssten wir eigentlich auch einen hinmachen. So, weiß noch nicht genau, wie es dann da oben aussehen wird. Leuchtturm haben wir da oben. Das sieht schon mal gut aus. Feuerwehr ist jetzt hier soweit auch gegeben. Das war Polizei. Feuerwehr ist jetzt hier soweit eher... Boah, Alter, Polizei, alles hell. Feuerwehr eher so mau. Okay, brauchen wir offenbar wesentlich mehr bei Industrie. Setze ich noch mal ein bisschen was hin. Wir können es ja momentan zum Glück noch leisten. Aber es wird nicht viel besser, oder? Vielleicht ist Industrie generell immer anfällig, ich weiß es nicht. Krankenhaus müssten wir hier hinten vielleicht noch mal ein bisschen... Brauche ich noch mal so ein dickes Ding hin? Da passt da natürlich nicht hin. Ich will das schon gerne hier an die Dingen setzen. Kann ich das nicht da oben? Der glitscht das immer so ein bisschen rein, habe ich das Gefühl. Was ist hiermit, wenn ich dann hier oben eins hinbaue oder hier unten eins? So. Freuen die sich? Reicht sogar. Friedhof können wir ja auch noch schön irgendwie von quer nach links. Ja, quer geht nicht, aber... Ich baue da einfach mal einen Friedhof hin, das Industriegebiet. Da gehört auch ein ordentlicher Friedhof hin.
So, Müllabfuhr haben wir da hinten irgendwo, glaube ich. Und könnten wir hier eigentlich noch mal ein bisschen brauchen. Lärm müsste theoretisch egal sein, zumindest bei Industrie, ich weiß es nicht so genau.